Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zu Aktien im Fokus für Freitag, den 19.08.2016. Diese Ausgabe wird Ihnen natürlich wieder präsentiert von direktbroker-fx.de. Wir blicken auf einen unveränderten SP 500. Er kann hier weder wirkliche Vortages- oder letztendlich überhaupt Hochpunkte brechen, aber auch die Vortagestiefs, generell auch die letzten Tiefs, bleiben hier unberührt. Damit meine ich maßgeblich dieses Tief von 2170 und dieses Tief bei 2166. Darüber hinaus muss man sagen, die Hochs hier im Bereich von 2190 bis 2195, die wurden eben dann auch nicht angetestet. Somit bleibt also Short-Tendenzen unterhalb von 2166, Long-Tendenzen erst wieder ab 2195. Momentan ist der Markt hier auf dem H4 und dem Tageschart weiterhin long. Da hat sich nichts verändert. Nichtsdestotrotz wäre aus Tagesperspektive ein Einstieg erst wieder bei 2120 oder sogar noch später im Bereich von 2080 Punkten relevant. Viel letztendlich bewegt sich der Markt hier nicht mehr. Auch der Dow Jones, wo haben wir ihn? Hier ist er. Sieht seitwärts gerichtet aus, produziert weder höhere Hochs noch höhere Tiefs. Das einzige, was eben auffällig war, war dieses kleine, dieser kleine Fehlausbruch hier oben nach den Allzeithöchstständen bei 18.638 Punkten. Es kam dann zu einer zügigen Konsolidierung. Markt unter, fällt auf die Unterstützung der H4 EMA 100, prallt daran ab. Dann äh, nochmal hier der zweite Pullback prallt erneut daran ab. Noch sind die gleitenden Durchschnitte steigend, noch produziert der Markt kein tieferes Tief oder ähnliches. Das heißt, wir haben hier immer noch einen takten, aufwärts gerichteten Trend. Wir haben Long-Tendenzen nochmal ab 18.672 Punkten zu erwarten. Besser ist es aber, eine Korrektur hier abzuwarten auf 18.100. Dort ist der Markt wieder sehr gut unterstützt. Aus Tagessicht ist das ein nennenswertes qualitatives Unterstützungslevel. Sollten wir hier also die Korrektur in, der, im, in den späteren Sommermonaten, Anfang Herbstmonaten dann hier eben bekommen, wäre auch da nochmal ein interessanter Einstieg in diesem unteren Bereich. Denn jetzt, wie man so sieht, hat der Markt erstmal einen seitwärts gerichteten, lustlosen, ohne nennenswerte Volatilität auftretenden Charakter. Ne? Und da muss er erstmal hier eine Entscheidung treffen. Gerade auch der Dax, was man hier sieht, korrektiv soweit okay. Die äh, qualitative Unterstützung gegenwärtig hier aus dem Tageschart. Das dauert noch ein wenig. Die ist ist in dem Fall sehr sehr spät erst im Bereich von 10.220 Punkten. Die würde ich allerdings nicht in einem Atemzug erwarten, sondern erstmal kommen hier noch zahlreiche Unterstützungen. Eine kurzfristige liegt bei 10.429. Also wenn der Markt eine ideale Konsolidierung eben hergibt, dann wäre das... So, die Linie zeichnen wir mal aus dem H4 neu ein. So, dann wäre das so in diesem Bereich. Dann sehr interessant. Aber dazu müsste er im Idealfall, wie gesagt, noch fallen. Auf dem Tageschart sähe das dann eben so aus. Deswegen so ab, ab 10.250 bis 10.280 trifft der Markt hier auf stärkere Unterstützungen. Gleiches sieht man natürlich auch in der SAP-Aktie. Ja, also die stochert jetzt hier im Bereich der 79,38 rum. Aber qualitativ bleibt weiterhin der Einstieg bei 73,25. Daher Mag sein, dass die jetzt noch weitere Anstiege produziert, aber die sind schon in einem durchaus etwas weiteren Umfeld und ich möchte erst wieder in der Korrektur, also frühestens ab der 100er EMA hier in den Markt. Darüber hinaus Henkel, auch natürlich nochmal ein Long-Kandidat, zeigt sich bullisch, sehr, sehr stark aktuell. Aber auch hier muss man sagen, ein Pullback durchaus wäre dem, wäre gar nicht verkehrt. Muss ja nicht sofort eintreten, aber wenn man hier zumindest aus der Korrektur nochmal reinkommt, Apple auch so ein Fall, auch da jetzt so langsam, langsam an den Hochs, kann natürlich da auch weiter steigen, ist jetzt da keine, keine Mauer, die unüberwindbar scheint, aber es ist halt doch schöner, selbst wenn wir noch einen Anstieg sehen sollten, dass wir dann letztendlich hier unten in der Korrektur reinkommen, nach den Anstiegen dann und nach der Konsolidierung in diese Richtung. Ne? Und äh, dass das vielleicht auch zum Thema Facebook. Auch da ein schöner Trendeinstieg, nochmal so im Bereich der 116er Marke. Merk auch ein Kandidat. Allerdings alles schon weit gelaufen in der Bewegung. Und äh, die Korrektur, wenn sie denn kommt, bietet da lukrative Möglichkeiten. Das war es von meiner Stelle aus. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Good Trades und wenn Sie mögen, bis bald. Auf Wiedersehen.